Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Bausimulator 2015. Und ja, wir beginnen eine neue Aufnahme. Ich muss gerade mal schauen, was steht denn gerade an. Ja, und wir sehen es, Sonderaufträge haben wir gerade keinen. Wir sparen uns diesen Slot aber, weil so viel Geld, also Geld brauchen wir eigentlich keins mehr. Und ja, Abschnitt wird von den Arbeitern erledigt. Jetzt brauchen wir hier so ein paar Sachen. Ja, die haben wir auch noch nicht aufgeladen scheinbar. Also, werden wir die mal kaufen. Und dann aufladen. So, dann. Also, wir gucken mal rein. Was sagt das Menü? Ja, okay, vielleicht sollten wir erstmal auswendig lernen, was wir hier brauchen. Also, wir merken uns mal die erste Hälfte. Ein Eschensetzling. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Gartenhandel. Also Schnittholz gibt es hier ja logischerweise nicht. Aber ein Eschensetzling, ein Tannensetzling und zweimal Rollrasen. So. Tannensetzling, Eschensetzling und zweimal Rollrasen. So, relativ günstig. Und das Schnittholz, das sollte normalerweise denn hier auch noch Platz drauf finden. Müssen wir mal gucken, ob das so hinhaut. So, einmal die Stützen ausfahren. Und dann beladen wir schon mal die ersten vier Kartons. Kann das, ist das echt so wenig nur? Das sah eben so viel aus. In der Summe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann ist das tatsächlich so wenig. Ich dachte erst, das wäre vor jedem 2. Da dachte ich nämlich, oh, das könnte ja knapp werden vom Platz. Aber so sieht es denn ja eigentlich ganz locker aus. Ja, wir hätten ein bisschen näher dran parken können an dem Ding. Ist schon richtig. So, ich würde ganz gerne die ersten beiden Dinger, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das Schnittholz ist, aber das wird ja Schnitt länger sein als so eine Box hier. Deswegen würde ich es ganz gerne, das Ding hier würde ich ganz gerne fallen lassen. Damit wir das wirklich schön nah hier rankriegen. So, jetzt nochmal ein bisschen gerade machen. Ah, blockiert das da oder was? Wieso kriege ich den jetzt nicht mal richtig gerade? Aha, jetzt geht es so ein bisschen wieder. Ist auch ein bisschen doof. Naja. Ja, hatte ich mir irgendwie leichter vorgestellt, aber naja, das ist ja relativ nah dran. Und die Probleme, oder naja, was heißt Probleme, das werden wir jetzt, das Rumgetue werden wir jetzt auch nur bei dem einen haben. Oder bei den ersten, bei der einen Reihe vielmehr. Bei dem hier wohl auch noch. So, das ist jetzt unsere Aufgabe hier, die wir jetzt gerade machen, die jetzt aktualisiert wird, wo jetzt der aktuelle Stand ist. Das kann ja auch nicht so funktionieren. Muss ich gerade mal gucken. Ja, aber das passt da eigentlich sehr gut. Das ist schon relativ dicht dran und steht da eigentlich wunderbar. Von daher kann es dann da bleiben. So, das andere kann direkt daneben. Jetzt muss ich nur mal den hier ein bisschen hoch und dann kann ich den runter und dann kommen wir da auch vernünftig jetzt ran.
So, und dann fahren wir danach, sichern was und fahren es dann direkt zum Sägewerk. So, ich muss gerade mal gucken, wenn wir es hier noch so ein bisschen runterklappen. Ja, vielleicht den ein bisschen hochziehen. Und dann kommen wir hier auch wieder schön ran. Ja, wunderbar. Also, das gefällt mir erstmal so gut, wie es ist. So, dann sichern wir mal ganz kurz die Ladung. Stützen einfahren. Und dann geht's ab zum Sägewerk. Die Frage ist nur, wo ist das Sägewerk genau? Also hier haben wir unsere Baustelle. Ich glaube, hier war eins, ne? Oder hier oben? Ja, das liegt ja quasi auf dem Weg. Dann gucken wir da mal kurz hin. Kommen wir hier auch an dem Kieswerk gleich vorbei. So, und wir haben es ja eilig, deswegen drücken wir auch ein bisschen auf die Tube. Na, eigentlich haben wir es nicht eilig, aber wir tun einfach mal so, als wenn wir hier keine Zeit schinden wollen. Wir sind ja hier selber unser Chef. Ansonsten könnte man ja hier nochmal picknicken oder sowas in der Arbeitszeit. Aber als selbstständiger Bauherr ist das schlecht. Oder Bauunternehmer vielmehr. So, und guck mal hier, der ist von 0 bis 100, ist der extrem laut und sobald wir hier quasi bei 100 rum sind, hörst du gar nichts mehr von dem Auto. Als wenn es runterrollen würde, ohne Motor und allem. So, jetzt wird's lustig. So, da müssen wir nochmal beschleunigen. Hören wir jetzt wieder Krach, bis wir wieder 97 fahren und dann ist es wieder still. So. Ja, wir könnten auch einen Kurierdienst aufmachen, ne? Ginge auch ohne Probleme. So, wenn ich mich nicht täusche, ist doch hier links der Bolzplatz, ne? Oh, da waren wir leider jetzt zu spät dran oder zu schnell. Eins von beiden, sucht es euch aus. Und hier links ist der Bolzplatz, genau, den wir hier gebaut haben. Da. Ja, in dieser Siedlung waren wir hier schon häufiger mal zugange. Hier liegt auch noch, hier seht ihr, unsere Spuren sind allgegenwärtig. Da waren wir auch wieder, die Kurve war aber auch extrem fies. So, hier haben wir auch noch was von uns rumstehen. Noch einen Pritschenwagen mit Kran. So, und nicht mehr lang, dann sind wir hier auch beim Sägewerk angekommen. So, Achtung, gleich sind wir wieder bei 100 km/h. Dann wird es wieder leise. Da. Alter. Gefährlich, gefährlich hier. So. Springen wir mal raus. Ach, da hinten. Oh. Shit. Ich dachte, der wäre da rechts. Naja, dann laufen wir hier kurz rüber. Boah, was ein Krach hier, ne? So, Schnittholz leer hier. Ich glaube zweimal. Ah ja, so lang ist es nicht. Also, das hätte jetzt auch doppelt so groß sein dürfen. Dann hätte es auch noch gepasst.
Von daher ist alles in Ordnung. Ein bisschen stehen doch schon ein bisschen nah dran, ne? Also ein bisschen Abstand kann da ruhig sein. Und ich würde gerne aus diesem Lärmkegel raus hier, aber So, und vielleicht sollte ich vorher einmal ganz kurz. Oh, jetzt hänge ich in dem Ding fest. So. Einmal kurz die Ladung lösen, sonst wird das schwer. So, Nummer 1. So, einmal schnell rauf. Jetzt brauchen wir hier auch nicht unbedingt auf jeden Millimeter achten vom Platz, weil wir ja hier nichts mehr Neues raufbekommen. Das war alles. So, steigen wir kurz aus. Ladung wieder befestigen, bevor da noch ein Unglück passiert. Wir wissen ja hier, dass da einiges immer passieren kann. So, und dann mal schnell weg. So, jetzt haben wir natürlich hier die Route nicht auf dem Navi. So, müssen wir mal kurz gucken. Das war ja hier vorne. Ist nicht so weit. So, Achtung, gleich ist es wieder ruhig. Ah, so weit wird es nicht kommen. So, fahr, sonst schiebe ich dich an. Oh, blinkt doch. Hat er gemacht. Okay. Ich nehme es zurück. Meine Schuld. So, hier haben wir wieder hier unser Wegelchen. Mahnmal quasi. So, und gleich müssten wir dann eintreffen. So langsam kommen wir nämlich in das hügelige Luxusgebiet, wo die Grundstücke auch alle ein bisschen größer sind und wo die Gärten auch größer sind. So, und hier wohnt natürlich der Bürgermeister. Wo sonst? So, vielleicht sollte ich. So, da ist nämlich hier von dem Stadtrat ist da dieser von uns errichtete Tennisplatz. Und hier vorne kommt denn die Bepflanzung quasi für den Pool hin, der ja auch schon weitestgehend hier steht. Das ist ja nicht der größte Pool, ne? Die Ecke da hinten, das muss mir mal jemand erklären. Wer soll denn da reinschwimmen? So, dann schmeißen wir den Mist hier nochmal runter.
So, vielleicht erstmal wieder hier. Nein, nicht einsteigen, sondern Ladung lösen. Danke. Ach, fast hätten wir das eine auch noch mit rüber gekriegt. So, monatliche Abrechnung. Mensch, das hat mal, das sind mal schöne Fixkosten hier. 82.000. Meine Herren. Das lohnt sich. So, das Lärchenholz. So, und die letzten Setzlinge noch. Nein, so wahrscheinlich nicht. So sollte es besser klappen. So, dann bringen wir noch unser Gefährt weg. Und dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht hier gleich. Sicher? Wo sind die Pflanzen? Naja, wahrscheinlich müssen wir erst mit dem Typen labern und dann. So, der Bürgermeister ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Der Pool ist aber auch wirklich sehr schick. Der sieht sehr toll aus, aber der wird ja gleich noch abgeändert. Also dann sieht er hoffentlich schick aus. Noch während er uns die gute Arbeit gelobt, für die gute Arbeit gelobt hat, ließ er durchblicken, dass die Stadt wohl schon länger Pläne für ein neues Schwimmbad in der Schublade hätte. Und dann hat er gerade herausgefragt, ob wir nicht mit den entsprechenden Ausschreibungen teilnehmen wollen. Ich habe sofort eingewilligt, nicht mehr an, das hättest du an meiner Stelle auch getan. Ja, klar. Das klingt fantastisch. Ja, das dachte ich mir auch. Bin mal gespannt, ob wir den Zuschlag bekommen. Ich drücke dir Daumen. Bis es soweit ist, mache ich mal weiter. Melde dich, sobald du was Neues hörst. Oh, und auf einmal stehen wir auf dem Weg. Ah ja, also es sieht schon freundlicher aus als eben. Ja, naja, ist jetzt nicht der geilste. Na gut. So, dann gucken wir mal. Ja, machen wir das in der nächsten Folge. Also nächste Folge, nächste Folge gucken wir mal in die Ausschreibung rein und dann werden wir sehen, ob das Schwimmbad da schon auftaucht. Und dann fangen wir damit natürlich direkt als erstes an. Also, ich sag danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, tschüssi.